Hallo zusammen, ich bin Bracket und das hier ist Baldur's Gate 2 No Reload. Der Durchgang, bei dem wir eigentlich nicht neu laden. Dazu will ich was sagen, wir haben nämlich am Ende der letzten Folge die planare Sphäre beginnen wollen. Da wollte ich mich ja reinretten, damit Yahira nicht zurückkommt und meine schöne Gruppenkonstellation mit Valigar durcheinander bringt. Und dabei ist das Spiel hängen geblieben. Manche haben dem Bettler, der hier Moon geborgt hat, die Schuld gegeben. Werden wir beobachten. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Valigar zu weit weg war von meinem Hauptcharakter. Und dann konnten die sich nicht sehen und konnten keinen Dialog initiieren. Und dann ging diese Zwischensequenz nicht los. In solchen Fällen laden wir neu. In allen anderen Sachen, wo es nicht ein Bug ist, der das Spiel zum Stillstand bringt, natürlich nicht. Also wenn jemand stirbt oder wenn ich jetzt in der Sphäre bin und feststelle, ich habe nicht die Ressourcen, um rauszukommen, dann laden wir auch nicht neu. Das ist nämlich die Gefahr, die ich jetzt hier eingehe. Ja, das ist wohl die planare Sphäre. Und sie ist hier, mitten in den Slums. Wir sollten die Treppe hinaufgehen und nach einem Eingang suchen. Wenn ich recht habe, sollte mein Blut, also allein meine Anwesenheit, die Sphäre öffnen. Genau der Dialog ist letztes Mal nicht getriggert und schreit nicht, verstanden. Ich bin erschöpft. Das ist gut. Dann kommen wir jetzt in die Sphäre rein, ohne Probleme, und können die machen. Da können wir auch jederzeit rasten, von daher ist es nicht so schlimm, dass wir da unvorbereitet reingehen. Wichtiger ist mir, wie gesagt, dass Yahira jetzt nicht dazukommt und die schöne Gruppendynamik durcheinander bringt. Hier vorne dürfte eigentlich nichts sein. Ich glaube, in den Nebenräumen sind Golems drin. Da wäre natürlich Yahira auch eine gute ein gutes Gruppenmitglied für gewesen. So, was gucke ich jetzt? Ich gucke mal, ob irgendwer noch eine Rüstung hat. Nein. Ah, das hätten wir machen können. Wir hätten Valigar einen Prunkharnisch kaufen können. Ja, hätte Fahrradkette. Ich werde meine Strategie des einfach drauf losspielens weiter vorantreiben. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Hier sollte ja ein Golem ist hier drin. Ein Lehmgolem. Das ist zwar problematisch, aber wir haben ja Spiegelbild mit Korgan. Nein, Korgan, lass dich doch nicht hauen. Okay. Lehmgolem. Wir probieren mal mit normalen Waffen auf den Lehmgolem anzugreifen und gucken, ob das was bringt. Machen wir es kurz und schmerzhaft. Ansonsten muss Korgan den mit seinem Hammer machen. Ja, der ist schon verletzt. Und da hat Bracket ihn getroffen, aber keinen Schadenspunkt angerichtet. Okay. Na komm, Korgan. Du schaffst das ohne Heiltrank, oder? Oh Gott. Dali, Korgan braucht einen Heiltrank. Ja, das klingt okay. Und? Komm, bring ihn um. Wir machen noch eine Sache. Wir heilen Korgan mit Valigar. Und mit, ich glaube, Viconia, die hat auch noch einen Heilzauber. Ich hätte ihn natürlich auch vielleicht noch ein bisschen buffen können. Ich habe jetzt ungefähr 2 Wochen kein Baldur's Gate mehr gespielt. Macht's kurz. Aber ich bin hier. Wir sind zurück. Aha, der Lehmgolem ist tot. Ich folge euren Befehlen. Neben 2, 3 Mephiten hier in dem Raum ist das das Einzige, was wir jetzt hier in dem vorderen Bereich machen müssen. Die sollte ich jetzt allerdings auch direkt angehen. Da kann Korgan ja wieder seine normale Feueraxt nehmen. Und er kann sich auch nochmal verbessert unsichtbar machen, wenn es... und Heilungshandschuhe einsetzen. Ja, Korgan, du hast ja Optionen. So. Manchmal sind in diesen Durchgängen auch Fallen, aber ich glaube hier in dem ersten Gebiet noch nicht. Ja, was kommt da? Ein tosender Regensturm. Ja, Korgan hat seinen Rettungswurf geschafft. Das ist gut. Das hier ist so ein bisschen der Navigationsraum der Sphäre. Hier kann man die Slums sehen, aus der Vogelperspektive. Und wenn wir mit der Sphäre durch die Ebenen reisen, sehen wir dann die anderen Ebenen, in denen wir uns befinden. Das wird dann sehr spannend. So, hier drin müssen wir auf jeden Fall looten. Also hier haben wir einmal Kohle. Die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann ist Jan auch schon überladen. Valigar hat am meisten Platz im Inventar. Und es ist ja auch mehr oder weniger seine Verantwortung, das hier alles zu looten. Weil es seine Sphäre ist. So, hier haben wir einen Golem-Arm. Den Schlüssel der Ebenen. Der ist, glaube ich, dazu da, dass wir hier navigieren können mit der Sphäre. Eben durch die Ebenen. Hier, das muss ich mir merken, hier sind Pfeile und andere Wurfwaffen. Also Wurfgeschosse. Die hebe ich aber erst auf, wenn ich meine eigenen verbraucht habe.
Okay. So, und jetzt können wir, glaube ich, wenn wir hier dran drehen, mit dem Schlüssel der Ebene, den wir gerade geholt haben, können wir hier die Ebene wechseln. Ihr habt eine Reise durch die Ebenen in Gang gesetzt. Die innere Tür wird sich jetzt öffnen. Ihr könnt die Sphäre nicht verlassen, bis der Meister die entsprechende Erlaubnis erteilt hat. Okay, dann gucken wir mal. Ja, das hat sich schon verändert. In den sanften Wellen des magischen Beckens erblickt ihr ein verwüstetes, dämonisches Tal. Ein solcher Ort kann nur die bösartigsten Monster beherbergen. Und hier müsste die Sphäre sein. Das sind wir, da kommen wir dann raus und da müssen wir dann auch später, nachdem wir hier die Sphäre erledigt haben, also den Innenbereich der Sphäre, müssen wir später auch raus. Aber zuerst gehen wir mal zu den solnamnischen Rittern. Ich glaube, so heißen die. Oder Elminster und Volo. Nennt mir eure Namen, bevor ihr näher kommt. Ich bin Rainer. Ich und die anderen solamnischen Ritter, Onvo und Anka, sind nun schon seit einiger Zeit in diesem seltsamen Verlies gefangen. Wir sind Ritter, die für die Ehre und das Gute auf Ansalon kämpfen. Das ist eine Welt, die weit von dieser entfernt ist. Als wir hier ankamen, beschlossen ich und die anderen Ritter, unsere neue Umgebung zu erforschen. Ich wünschte, wir hätten es nicht getan. Im Westen wurden wir von diesen kleinen Kreaturen überfallen. So groß wie Kinder, aber mit einem unsäglichen Appetit. Wir hatten große Schwierigkeiten, uns aus dieser Falle freizukämpfen. Halblinge? Wenn es Halblinge gibt, die einem das Fleisch von den Knochen fetzen wollen, um es zu verschlingen und das Mark aus den Knochen saugen, dann mögen es wohl Halblinge gewesen sein. Ihr müsst vorsichtig sein, wenn ihr auf sie trefft. Sie sind verschlagen und jedem Ritter ebenbürtig. Gehabt euch wohl. Das sind die solamnischen Ritter, die sind hier gestrandet und nicht über diesen Raum hinausgekommen. Ich weiß nicht, wovon ihr euch ernährt, wenn die Nachbarn hier schon Kannibalen geworden sind. So sei es. Ich glaube, das fragen wir auch gar nicht. Kelvins parierende Peitsche, das ist natürlich ein super Zauber. Und dann müssen wir erstmal eine Entscheidung treffen. Gehen wir noch in den nächsten Raum oder schlafen wir hier erstmal? Den Schlaf des Gerechten. Ein bisschen werde ich noch machen. Wir haben noch einiges an Zaubern und das werde ich noch loswerden. Wir haben noch ganz viel Netz, das könnte praktisch sein. Wir haben noch Hast mit Edwin. Wir haben noch Gesang. Wir haben hier noch Behandlungsfreiheit, um in ein Netz auch reingehen zu können. Wir sind also ganz gut ausgerüstet an sich. Die wichtigen Leute sind auch nicht müde. Und das sind Korgan und Braket. Da können wir auf jeden Fall die Shahagin. Können wir hier die Fischmenschen noch machen. Hier oben sind nämlich Fischmenschen. Und das ist immer ein ganz guter Test zu sehen, wie gut wir sind. Wie stark ist die Gruppe? Kommt die damit zurecht? Ich werde jetzt auch Korgan erweiterte Unsichtbarkeit geben. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlen. Da müsste eigentlich auch ein Priester. Da müsste ein Priester dabei sein. Vielleicht will ich dann doch ein bisschen vorsichtiger sein. Wobei Korgan kann ja mit Handlungsfreiheit, die ich jetzt nicht mehr auf ihn zaubern kann, weil er unsichtbar ist. Ja, nicht wahr? Könnte ja da reingehen, eigentlich dann, in ein Netz. Ich werde mal mit Korgan da reingehen. Ich hab schon gucken wir es uns an. Ich habe noch einen Wutanfall, den werden wir auch mal machen. Und dann werfe ich vielleicht meine Axt auf den Shawagin. So, da oben haben wir noch mehr von euch. Leibwache. Ja, das ist sogar ein Prinz, glaube ich. Genau, ich erinnere mich. Jan, komm mal hier hoch. Die konnten nicht Unsichtbares sehen. Das ist interessant. Also sonst hätten sie Korgan ja früher angegriffen. So. Dann knallen wir da mal eine Todeswolke rein. Die kann man eigentlich immer irgendwo reinzaubern. Und Edwin versucht es auch mal mit einem Feuerball. Und dann ziehe ich meine zwei Magier zurück. Sofort eure Hochwohlgeborenheit. Vikonia könnte nach vorne gehen. Das hat Damage gemacht. Ja, sehr schön. Was haben wir da oben? Ein Priester. Die Priesterin ist das Problem. Ja, der Baron ist auch schon fast tot. Also die Priesterin ist nicht das Problem, aber die Priesterin ist die einzige, die ein Problem werden könnte. Ja, da kommt nämlich Magie bannen. Von der Priesterin. Okay. Was hat das bei Korgan ausgelöst? Ich glaube, das hat fast nichts geändert. Hm? Er hat. Vielleicht ist die Unsichtbarkeit jetzt weg. Müssen wir gucken. Auf jeden Fall steht die Priesterin. Steht die noch in der Suppe? Müssen wir mal gucken. Ne, die Priesterin ist das da. Okay. Dann wirf auf die Priesterin. Oder sind das sogar zwei Priester? So, jetzt sind wir gesegnet. Dann würde ich jetzt nochmal Edwin
Nein, Jan nach vorne holen. Weil er hat ja die besseren Zauberstäbe. Die mit mehr Ladung. Und da nochmal einen Feuerball reinhauen. Ja, dann machen wir das so. Was kann Edwin noch? Wenn Edwin noch was zaubern könnte, wäre das auch super. Ein Chaos, das hebe ich mir auf. Ja, ich hau nochmal einen Feuerball direkt hinterher. Die Priesterin bufft sich mit göttlicher Macht. Das ist jetzt nicht das Bedrohlichste von der Welt. Es sind sogar zwei Priesterinnen. Und gleich ist es keine Priesterin mehr. Da fliegt die Axt, genau. Ja, also das war in Ordnung. Das ist ein einfacher Raum. Vor allem, da ich diese Zauberstäbe habe. Ist es sehr einfach. Das müsste ein Schutzumhang plus 1 sein. Den werden wir uns holen, sobald wir können. Dann machen wir, glaube ich, auch noch direkt die nächsten. Die Halblinge. Und wenn ich die Stück für Stück mache, dann kann ich auch ganz gut kontrollieren, wie viel Schaden ich nehme. Ich bleibe nämlich jetzt hier in der Tür stehen. Dann wird Edwin einmal mit Chaos da drauf zaubern. Und Jan könnte immer noch... Nee, Jan hat... Ach, das wurde gebannt. Ha, 11 magische Meteoriten habe ich extra mit ihm gezaubert und die wurden gebannt. Das ist natürlich ärgerlich. Will ich Glitzerstaub machen? Ich lasse es erstmal. Machen wir erstmal nur ganz normale Angriffe. Die sind schon relativ hart. Also ihr dürft mir auch gerne helfen, soll amnische Ritter. Ja, ihr seid alle verwirrt. Bekämpft euch doch mal gegenseitig, ne? Wie wär's? Das klingt okay. Ich bin dabei. Macht ihr das jetzt auch? Nein. Aber Prakhet wird euch abschießen. Ja, jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Ach, Korgan ist auch mit seiner Wurfaxt, habe ich ihn in den Nahkampf geschickt. Das ist natürlich schlecht. Es gibt nämlich eine Rüstungsklasse Malus von 4. Und das hätte ich nicht machen sollen. Okay. Ja gut, der sucht sich jetzt halt Leute aus, die er haut. Vikonia kann noch ein paar Schläge einstecken. Meine Leute werden sie schon töten. Also die Halblingskrieger. Weil egal, willkommen in der Gruppe, ja. Ich kümmere mich. Hat direkt auf den Sack gekriegt. So, dann haben wir jetzt zwei Waldläufer, die gut schleichen können. Valigar und Brakhet. Oh, schön, okay, oder? Okay. Gucken wir mal, wer hier als nächstes kommt. Ich glaube, hier müsste jetzt ein Magier kommen. Ja, da oben. Ich kümmere mich drum. Da oben. Halblingskrieger mal 3. Und dahinter steht hier Togan. Togan und Nekre sind hier, glaube ich. Halblingskrieger mal 4. Können mich aber nicht sehen. Okay. Ich bin bereit. Lasst uns mal hier Abstand nehmen. Und überlegen, wie wir das am schlauesten machen. Okay. Edwins Netz und Edwins Chaos. Das ist das, was ich wahrscheinlich machen werde. Wir haben mit beiden noch jemals dreimal Netz. Das heißt, ich hole die mal nach vorne. Dann stellen wir uns hier an den Rand. Das haben wir ja ordentlich ausgekundschaftet. Und zaubern jeweils ein Netz an diese Stelle hier. Das sollte funktionieren, um die einzunetzen. Und danach sind sie Jans Opfer. Oh oh. Ich habe schon wieder ein bisschen zu früh gedrückt, sag ich mal. Reicht jeweils ein Netz? Nee, ich glaube, ich werde mit Jan noch ein zweites zaubern. Dann werfen wir eine Todeswolke da hinten rein. Ja, die können jetzt nämlich nichts machen. Da kann ich auch ruhig ein bisschen näher rangehen. Und dann kommt hier der Feuerball. Und dann kommt der nächste Feuerball. Das müsste es auch gleich gewesen sein. Ja, machen wir noch einen Feuerball für die Halblinge, die noch am Leben sind. Die haben ja schließlich gute Rettungswurf-Boli. So. Es werden immer noch Leute festgehalten. Also ein Mogadisch, ein Togan und ein Entu. Okay, Nekre ist dann ein bisschen später, aber es waren doch noch deutlich mehr Leute, als ich gedacht habe. So, jetzt ist Entu tot. Hat jetzt durch den letzten Feuerball Schaden genommen. Das muss man nochmal gucken. Nee, wir gucken das jetzt gleich. Wer nimmt jetzt Schaden? Also die nehmen auf jeden Fall Schaden durch die Todeswolke. Und da ist jemand gestorben. Da ist noch jemand gestorben. Okay. Jetzt nimmt doch keiner mehr Schaden durch die Todeswolke. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ich werde unbemerkt zuschlagen. So, Valigar. Gib mal deine Sachen an Edwin. Ich werde dich jetzt nämlich zu den Fischmenschen schicken.
während wir darauf warten, dass da vorne das Netz und die Todeswolke verschwindet. Oh, also das ist nun wirklich. Die hatten nicht viel, wirklich nur den einen Schutzumhang plus eins. Guckt, hier müsste es jetzt allerdings was richtig Tolles geben. Ja, ja. Nämlich die 18, also die Ogerkrafthandschuhe müsste es hier geben. Die setzen Stärke auf 18/100, genau die hier nämlich. Und sind damit ein super Item. Jan hat sogar noch einen Zauber, um die Handschuhe zu identifizieren. Die Ogerkrafthandschuhe. Sind das die, die man normalerweise auf dem Weg zur Gnollfeste bekommt? Oder bekommt man da die Geschicklichkeitsarmschienen? Ich vergesse das immer. Auf jeden Fall machen die Stärke 18.00. Das wäre entweder was für Korgan. Der würde dadurch doch einiges bekommen. Oder, oh ja, doch, Valigar. Valigar bekommt dafür mehr. Im Moment hat er ein ETW 0 von 8. Und er macht einen Bonusschaden von plus 1. Mit den Handschuhen steigt das. Und er hat ein ETB 0 von 6 und er macht einen Bonusschaden von 6. Ja, von Trefferwurf plus 1 und Schaden plus 1 auf Trefferwurf plus 3 und Schaden plus 6. Ah, das war ein deutlich größerer Schritt, als Korgan gemacht hätte. Anstrengend und hirnlos. Also so gerne ich Korgan auch vorziehe, verstanden. Im Zweifel bringt das viel. So, sind hier jetzt... Nein, es sind sogar noch Leute da. Ich bin beschäftigt. Ja, ich weiß, Edwin. Du bist beschäftigt und sieht auch irgendwie nicht so gut aus gerade. Warte mal, wir werfen auf die Halbwegskrieger erstmal mit Korgan und mit Braket Pfeile bzw. Äxte. Meine gute Dame Vikonia, die darf uns gegen Furcht schützen, weil warum nicht? Das kann man immer mal machen. Jan, du läufst erstmal nur ran. Genau wie auch hier mein guter Valigar. So, Vikonia hat den Zauber gezaubert, dann geht sie hier auf die Seite. So, Edwin hat auch den Zauber gezaubert. Dann kann er eigentlich abhauen. Korgan geht ran. Valigar geht ran. Einer wurde verwirrt, okay. Ach, Korgan. Du steckst so viel ein heute. Was ist denn los? Die wären also auch noch gekommen. Das waren dann ja 4 hier vorne. 3 dahinter und hinten nochmal 2. Ich mach's, aber nur für eine Stelle. Ich bin da schon sehr vorsichtig vorgegangen. So, hier hätte ich jetzt irgendwelche Monster erwartet. So, Korgan geht's auch richtig dreckig. Machen wir mal sein Level-Up. Das ist leider nicht die Art Spiel, wo ein Level-Up die Lebenspunkte auffüllt. Und das ist auch ein relativ hohes Kriegerlevel, wo nicht mehr so fürchterlich viel passiert. Also hier ist noch viel passiert, weil die Rettungswürfe sich alle nochmal geändert haben. Die sind alle nochmal besser geworden, das ist sehr gut. Aber ansonsten gibt es halt immer nur noch einen ETB-0-Punkt und 3 Trefferpunkte. Und einen Punkt Sagenkunde. Und alle 3 Stufen gibt es einen Waffenpunkt. Also Krieger werden dann relativ langweilig ab einem gewissen Punkt. Level 13 wird nochmal spannend, weil es da einen halben Angriff mehr gibt. Da wird Korgan direkt nochmal eine Ecke besser. So, und jetzt habe ich total das Bedürfnis zu speichern, aber das dürfen wir ja eigentlich nicht. Ne? Ich überlege, ob ich Valigar umziehe, ob Valigar mein Tank wird für den Moment. Mal gucken, wie gut... Ach, das kannst du gar nicht anziehen. Ey, ich weiß schon, warum ich keinen Pirscher spiele. Die können ja keine schwere Rüstung anziehen. Was ist das denn für eine Klasse? Dann machen wir hier mal die Tür auf, weil ich glaube, da sind höchstens ein paar Spinnen, genau. Da sind Spinnen drin und ja, mal gucken. Das wird ja wohl gehen, oder? Korgan und Braket machen wieder ihr Fernkampf Dream Team auf. Ich habe hier noch Gift verlangsamen. Das ist auf jeden Fall auch ganz gut. Das heißt, ich bin da nicht hilflos, wenn es sein muss. Dann haben wir mit Edwin noch ein paar Zauber, die ich zaubern könnte. Okay. Und Jan hat, glaube ich, auch noch ein bisschen was. Ja, Jan hat auch noch ein bisschen was. Verlangsamung zum Beispiel. Ja, komm, Verlangsamung. Was soll ich tun? Ich werde tun, wie ihr sagt. Das ist nicht schlecht, der Zauber. Vor allem, weil die Spinnen viele Angriffe haben. Ich will denen da nicht die Gelegenheit lassen, die auch anzubringen. So, ihr greift weiter die Spinne an. Sehr schön. Ja, das läuft doch. Der Waldschrat stirbt. Yep. Der nächste Waldschrat wird auch gleich tot sein. Ich kümmere mich gleich darum. Genau, kümmere dich gleich darum, Valigar. Du hast... einen guten Einstand als Tank gehabt gerade.
wisst ihr, dass er... So, hier müsste noch ein Golem-Teil liegen. Nein, damals nicht das Buch des Golems. Valigar hat jetzt dreimal Kohle, einen Golem-Arm und ein Buch der Golems, mit dem man einen Wächter-Golem herstellen kann. Das kann man hier tun, da fehlt uns allerdings noch der Kopf für. Und den Kopf bekommen wir, glaube ich, hier, hinter dieser Tür. Und dahinter ist allerdings ein mächtiger Magier. Und da weiß ich nicht genau, ob ich mich dem stellen sollte oder ob wir das nochmal ein bisschen verschieben. Ich denke mal, ich werde Valigar da reinschicken. Habt ihr euch das gut überlegt? Das ist halt die Frage, Valigar, ob ich mir das gut überlegt habe. Ich werde Valigar Handlungsfreiheit geben. Ich werde ihn vor Feuer schützen. Das machen wir mal direkt zuallererst. Vielleicht kann Jan das auch noch. Entschuldigung. Ja, Jan kann das auch noch. Und zwar das bessere Feuerschutz. Den besseren Feuerschutzzauber. Dann werden wir den da drauf wirken. Dann werde ich ihm Handlungsfreiheit geben und Unsichtbarkeit verbesserte. Und dann werden wir da irgendwie Netz einsetzen. Das ist mein Plan. Weil Netz habe ich ja noch dreimal. Und Magier sind da nicht gut dagegen. Dann habe ich wahrer Blick, den kann ich einsetzen. Ich werde ihn auch... Ja, komm, wir schützen ihn vor Todeszaubern. Warum nicht? Das kann man doch gebrauchen. Dann sollte ich ihn eigentlich auch gegen geistige Beeinflussung schützen. Also mir fehlt Jahira. Mir fehlt Jahira und damit ein... Gut, ich könnte den Helm von Vekonia hätte ich ihm aufsetzen können auch. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Zum Schutz vor Bezauberung. Das kann die ja. Aber das... ist jetzt zu spät. Jetzt habe ich es nämlich nicht getan. So, dann wird Jan gleich verbesserte Unsichtbarkeit machen. Edwin. Kann Edwin ihn irgendwie noch buffen? Edwin könnte uns noch allen Hast geben. Edwin könnte dann auch hier den Magier breschen, wenn es soweit ist. Dann machen wir Panzer, Edwin. Dann bist du ein bisschen geschützter. Das finde ich ja doch gut, wenn du geschützt bist. Vekonia braucht wirklich auch Jahira. So muss sie immer all die Zauber machen, nicht? Das ist schon ein bisschen eine Belastung. Dann machen wir dich unsichtbar, mein guter Mann. Unsichtbar? Dann fängt die gute Vekonia an zu singen. Und dann machen wir die Tür auf. Ja, das sollte funktionieren. Ich hoffe auch. Und das sieht so aus, als wäre da eine Falle. Also das ist nun wirklich kein Problem. Aber hallo, ja. Da kenne ich mich doch aus. Hier irgendwo liegt der Fall. Habt ihr nichts Besseres? Wenn nicht, du noch immer da. Naja, dann hat das Spiel mich halt gekriegt, nicht? Das ist passiert manchmal, dass ich denke, dass da Fallen liegen. Okay, liegt keine Falle. Völlig allergisch. Erteil mal wieder Befehle. Bist du jetzt eigentlich unsichtbar noch, weil ich mit dir eine Tür aufgemacht habe? Ich glaube fast nicht. Machen wir mal die Tür hier auf. Und da kommen die Leute, ja. Dann stellst du dich jetzt in die Tür hier. Wenn ich dabei mit finsterer Magie in Berührung komme, wird es euch teuer zu stehen kommen. Ja, teuer wird es mich zu stehen kommen. So Nekre, genau. Du bist ein Nekromant. Passt vom Namen her. Dann werde ich jetzt hier mit Valigar blocken und da Netze reinzaubern. Jan, nimm mal einen Schritt zurück. Was hat der getan? Habt ihr euch das gut überlegt? Berührung des Ghouls. Ja, das ist kein guter Zauber, Nekre. Du bist vielleicht doch ein niedrigleveliger Nekromant und ich übertreibe hier gerade schon wieder maßlos. So, ein Netz habe ich jetzt da reingezaubert. Mit jedem, oder? Edwin und. Nee, warte, stopp. Da ist. Taibela! Taibela ist anscheinend das Problem an hier. Ja, okay. Ich wusste doch, es gibt hier mehr Probleme. Zaubern wir ein Greater Malison da rein. Ein größeres Unbehagen, so heißt es, genau. Machen einen wahren Blick. Edwin sollte, glaube ich, noch ein zweites Netz reinzaubern. Um auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt sehen ihre Spiegelbilder müssen jetzt eigentlich verschwinden. Und da Valigar ja vor Feuer geschützt ist, so richtig vor Feuer geschützt ist, das gucken wir uns auch nochmal an. 125%, genau. Geht Valigar jetzt da rein und fängt an, diese Taibela zu töten. Und dann zaubern wir auf Valigar den Feuerball. Das hat ihm wehgetan, aber ich glaube, er hat Lebenspunkte gewonnen, genau. Wenn überhaupt, hat auf jeden Fall keine verloren.
So, die Taibela ist irgendwie immer noch von dem wahren Blick unbeeindruckt. Muss ich hier ein bisschen näher kommen. Einverstanden. Töten wir vielleicht Necro zuerst. Ja, fast. Warte, ja, komm. Ich habe dir die Stärkehandschuhe nicht umsonst gegeben. Na, die Taibela ist das Problem. Die hat auch Zauber zurückwerfen drauf. Komme ich denn mit Jan nah genug ran? Warte mal, stopp, halt, stopp. Was ist Netz für ein Zauber? Hervorrufung. Jetzt kommt's nämlich. Wir nehmen das hier, Immunität gegen Zauber. Dann werden wir uns gegen Hervorrufungszauber immun machen. Und dann kann ich da ja reinlaufen. Ohne von meinem eigenen Netz. Okay, hat nicht funktioniert. Damit ist Jan jetzt in Gefahr. Und ich kann auch keinen Feuerball mehr da reinzaubern, weil Jan ja dann in Gefahr wäre. So. Das ist ja alles super hier. Dann töte mal zuerst den hier. Triffst du jetzt garantiert. Da ist er hinüber. Sehr schön. So, und jetzt ist das Netz... Die ersten zwei Netze sind weg. Das heißt, jetzt gehen auch gleich die nächsten Netze. Dann hasten wir Valigar. Oh, 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 oh. Jan ist da. Jan ist da. Jan ist da. Jan ist da. Jan. Was soll ich mit dir machen? Ich wollte mit dir Bresche machen, oder? Vielleicht kriegst du das raus. Das wäre sehr gut. Dann geht nämlich ihre Schutzzauber weg. Und da kommen schon die nächsten Schutzzauber. Ja, Notfall. Böse Zauberin. Böse, böse, böse. Jan ist aber immer noch verfügbar. Er hat jetzt halt nur nicht mehr wirklich einen Zauber. Dann machen wir mal einen Glitzerstaub da rein. Das könnte sie erblinden lassen. Das fände ich sehr sexy. Und Valigar hat mit seiner Klinge, glaube ich, sie vergiftet. So, ist sie jetzt geblendet? Ja, sie ist geblendet. Da, super. Das hat ihren Zauber unterbrochen, glaube ich. So, dann würde ich sagen, alle mal da rein, oder? Wenn das euer Wunsch ist? Ja, ich bin mir unsicher, ob das mein Wunsch ist, aber... Ja, ja. Wir versuchen die jetzt fertig zu machen. Koste, was es wolle. Komm, 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 komm. Ich bin ganz nervös. Ja. Wer hat's gemacht? Valigar hat's gemacht. Und hier sind noch Feuerelementare. Die erinnere ich mich ja jetzt erst. Ich glaube, ich muss hier die Kohle nämlich reinwerfen. In jedes dieser Dinger ein Stück Kohle. Und dann kommt ein Feuerelementar. Genau. Gucken wir mal, wie stark die sind. Das erinnert mich an damals. Gut. Meine Fernkämpfer greifen an. Und Valigar geht und tankt. Während Jan ein bisschen tänzelt. Ja, Jan tänzelt. Jan kann nämlich eigentlich nichts mehr machen. Komm, Jan. Lauf weg. Was? Keine Auswirkung? Brakett oder was? Okay. Dann probieren wir das mal mit magischen Pfeilen. Naja, Feuerpfeile wären wohl Quatsch. Probieren wir plus 1 Pfeile. Wenn es dir deine Zeit... Immer noch nicht. Ich verlange, dass wir anhalten und rasten. Okay, das finde ich interessant, weil Korgan ja auch eine Fernkampfwaffe benutzt. Und ich habe ja mal gesagt, dass ich glaube, dass Fernkampfwaffen alle den gleichen Schadenstyp benutzen. Aber dann würde ja Korgan keinen Schaden machen, wenn der Feuerelementar... nee, stopp, halt, stopp. Wir probieren plus 2 Pfeile. Das könnte nämlich der Unterschied sein, dass der plus gegen plus 1 Waffen Idee, das mir zu übertragen. Das ist auch so. Tatsache. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Normalerweise habe ich immer einen Charakter in der Gruppe, den Flegel der Zeitalter benutzt. Und ich mache die dann meistens mit dem Charakter. Und da fällt mir das gar nicht auf, weil der Flegel der Zeitalter so eine tolle Waffe ist. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Aber dann lohnt es sich ja. Ja, lohnt es sich, plus 2 Kugeln zu benutzen. Es geht ein bisschen schneller, ja. Komm, tun wir das. Valigar ist ja auch im Moment gegen Feuerschaden immun, also falls sie irgendwelchen extra Schaden machen, ist er da auch genau der Richtige für. Okay, okay. So, nächster Feuerelementar. Korgan. Ich hab schon und Brakett. Ach ja, und Vikonia. Ich werde Wobei das kaum noch notwendig ist, ja.
So, dann können wir die Pfeile bei Brakett wieder rausnehmen. Die sind nämlich teuer und werden auch nicht mehr. Und gucken, was die Leute hier hatten. Was hatten die? Ah, das ist der Dolch der Herzogin, glaube ich. Ja, das sollte funktionieren. Ein Giftdolch. Und ansonsten hattet ihr nichts. Okay. Ich denke auch immer bei diesen Dingern hier, dass da Fallen drauf liegen. Aber das kommt noch. Das ist in irgendeinem der späteren Räume, sind da so Fallen. So. Hier. Nicht völlig allergisch. Ja, da war eine Falle. Das lösen wir entweder, weil ich noch ein Wiederbeleben habe mit Viconia. Glaube ich aber nicht. Nee. Ich glaube auch nicht, dass ich eins so schnell bereit bekomme, ohne zu rasten, ja. Dann lösen wir es einfach mit dem Stecken der Auferstehung. Es tut mir wirklich leid, Jan. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass dir das passiert ist. Und ich bin wirklich paranoid, was Fallen angeht, aber nicht paranoid genug. Ich fühle mich immer noch zu sicher. Du musst jetzt vor allem wieder dahin laufen, wo du gestorben bist. Ne? Das ist ganz besonders gruselig eigentlich. Jan ist ganz schön undankbar. Der dürfte sich doch gerade erst ausruhen, aber was macht er direkt, nachdem er zurückkommt? Sich beschweren, dass wir zu lange schon wach sind. So, entschärft die Falle hier. Und im nächsten Raum sind, glaube ich, Golems. Und zwar keine schwachen Golems. Da muss ich auf jeden Fall eine Rast einlegen, bevor wir uns mit denen auseinandersetzen. Verstanden. Ich weiß, bei den solamnischen Rittern ist man auf jeden Fall sicher beim Rasten, aber ich glaube auch, man ist fast überall hier sicher beim Rasten. Also rasten wir einfach hier. Vorher allerdings würde ich das Zauberbuch nochmal komplett überarbeiten. Schauen wir uns das zusammen an. Was brauchen wir? Wir brauchen wahrscheinlich keine Freundschaft. Identifizieren dreimal halte ich für relativ sinnvoll. Ich glaube, wir könnten den Bogen identifizieren. Dann kann Valigar den Kompositlangbogen benutzen im Zweifelsfall. Und dann haben wir noch zweimal offen für irgendwas anderes. Das gefällt mir an sich. Hier haben wir Glitzerstaub. Glitzerstaub ist ja super. Glitzerstaub gefällt mir. Netz gefällt mir allerdings auch. Machen wir noch ein drittes Netz und damit das schöner aussieht, machen wir das dann auch in der Reihenfolge, wie sich das gehört, oder? Kriegen wir das hin? Machen wir es so. Zweimal Glitzerstaub, dreimal Netz, einmal Spiegelbild für den Fall der Fälle. Stufe 3. Feuerimmunität ist ein super Zauber. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann ist die Frage. Verlangsamung ist ein super Zauber. Allerdings, gegen wen setze ich den hier ein? Wer wird sich davon beeindrucken lassen? Wäre vielleicht ein Zauberstoß etwas Sinnvolles? Nein. Der bannt nämlich nur geringere Zauber abwehr und nur genau diesen einen Zauber. Das ist also Quatsch, das zu lernen. Melfs magische Meteoriten könnte ich mir noch einmal vorstellen, dass ich das mitnehme. Massenunsichtbarkeit wäre spannend. Wir könnten die Golems zum Beispiel töten, indem wir mit zwei unsichtbaren Charakteren den Eingangsbereich blocken. Allerdings fühlt sich das ein bisschen wie zu sehr schummeln an. Andererseits sind Golems auch richtig dumme Kreaturen, bei denen das funktionieren würde. So, hier haben wir Steinhaut. Steinhaut ist gesetzt. Jan braucht Steinhaut, genauso wie hier größeres Unbehagen gesetzt ist. Dann gucken wir mal, kann Edwin Unsichtbarkeit? Nein, kann er nicht. Das ist natürlich schade. Das heißt, Jan muss das auch beibehalten. Weil verbesserte Unsichtbarkeit ist ein super Zauber, den ich ja sehr schätze. So, Stufe 5. Kann Edwin Bresche? Ja, Edwin kann Bresche. Jan kann Zauberimmunität, da ist er der Einzige. Jan kann Magieresistenz senken, da ist er der Einzige. Das ist an sich ganz gut so. Ich glaube, ich will Tolgerias mit Jan besiegen, weil Tolgerias wird hier einer der Bosse sein, die anstrengend werden. Und ich glaube, da ist Zauberimmunität plus verbesserte Unsichtbarkeit der Weg meiner Wahl. Und da Edwin so viel Chaos auch kann, werde ich das bei Edwin auch rausnehmen. Dann nehmen wir relativ unorthodox, nehmen wir Sonnenfeuer? Ich glaube, ich nehme mal Sonnenfeuer. Wenn ich es nicht sinnvoll einsetzen kann, nehmen wir es wieder raus, aber ich will das mal probieren. Ich habe mit meinem Solo-Hexenmeister immer so viel Spaß an Sonnenfeuer gehabt. Ich denke, dabei bleibe ich. Vielleicht ist Panzer sogar sinnlos. Warte mal, RK6. Was für Armschienen hast du? Du hast RK6 Armschienen. Panzer ist sinnlos. Wir gehen hier auf magische Geschosse und mehr magische Geschosse. Hier können wir mal aufräumen. Ich finde einen Säurepfeil ganz nützlich. Da ich ihn nicht benutzt habe, bleibt es der einzige. Dann füllen wir hier mit Netzen auf. Stufe 3.
Ja, das habe ich auch nicht benutzt, den Vampirgriff. Den Flammenpfeil habe ich sehr gut benutzt. Der gefällt mir auch. Wir könnten vielleicht ein zweites Mal Hast einsetzen. Ja, komm, machen wir. So ist schöner. Selbstverwandlung entferne ich mal. Auch wenn ich dafür nur ein viertes Mal Monsterbeschwör nehme, sind Monster doch sinnvoll. So, Stufe 5. Könnte ich jetzt die Monster rausnehmen und dafür noch einmal mehr Chaos reinnehmen? Machen wir das dann aber auch hübsch? Ja, machen wir das nämlich so. Stufe 6 hast du noch nicht. Dann bleibt im Prinzip, fangen wir mit Braket an. Braket hat ja auch ein paar Priesterzauber. Der Yahira fehlt, wie ich nicht müde werde zu betonen. Ja, lassen wir ihn so, wie er ist. Trägt da auch was zum Erfolg der Gruppe bei. Hier hätten wir Verderben. Verderben ist schon interessant, wenn ich einen starken Gegner habe. Den kann ich größeres Unbehagen zaubern und Verderben hinterher. Ich weiß allerdings nicht, ob es hier jemanden gibt, der auf den das zutrifft. Also könnte ich auch hier nochmal Segen dazu nehmen. Dann kommen wir zu Vigonia. Vigonia macht viel Furchtschutz. Das werden wir einmal entfernen, genau wie Schutz vor Bösen, glaube ich, nehme ich einmal raus, weil ich will ein paar mehr Heilzauber reinnehmen. Die können wir gebrauchen. Yahira fehlt. Hier gibt es leider keine Heilzauber. Ich werde allerdings einmal mehr Gesange reinnehmen. So, hier die Skelette, die finde ich ja super sexy. Bis Stufe 15, bis das Kriegerskelette werden, ist auch noch eine ganze Weile hin. Aber ab da wird der Zauber dann Gott-Tier, da wird er göttlich. So, hier haben wir geringere Genesung. Ich glaube, das kann ich mir komplett sparen. Der Heilzauber hier, der ist ja gut, der ist ja cool, der ist ja super. Allerdings gibt es hier so viele Sachen, die ich gerne hätte. Ich hätte gerne eine zweite Handlungsfreiheit. Ich hätte gerne noch einmal mehr Schutz vor bösem 3-Meter-Radius. Den Todesschutz sollte ich auf gar keinen Fall rausnehmen. Nehmen wir Handlungsfreiheit, weil ich so viele Netze habe. So, Stufe 5. Chaotische Befehle ist ein sinnvoller Zauber, genauso wie auch wahrer Blick ein sinnvoller Zauber ist. Ich sehe mich nicht da was anderes nehmen, auch wenn ich gerne die Massenheilung hätte. Stufe 6. Wundersames Erinnerungsvermögen. Ich meine, einmal Heilung reinzunehmen wäre natürlich auch super. Genauso wie ein Luftdiener super wäre. Oh ja, der Luftdiener wäre natürlich schon schön. Gerade wenn ich jetzt gegen die Golems vorgehe. Aber ich glaube, wir bleiben bei wundersamem Erinnerungsvermögen, damit ich im Zweifelsfall hier von Zauber zurückholen kann oder hier von Zauber zurückholen kann, wenn ich sie brauche. Strahl des Ruhms oder sowas, da kommen wir noch zu. Das ist für später vielleicht für die Dämonen was Interessantes. Allerdings lassen wir es dabei. Dann sind jetzt im nächsten Raum Golems. Für die habe ich jetzt eigentlich noch gar keine richtige Strategie entwickelt. Ich werde wahrscheinlich Korgan nehmen und werde ihm seine Rüstungsklasse so weit verbessern, dass er da vorne drinstehen kann. Und dann werde ich mit Jan und Melfs magischen Meteoriten arbeiten. Wenn ich das so erwähne, sollte ich Jan noch ein paar mehr Melfs magische Meteoriten beibringen. Dann verzichten wir vielleicht doch sogar hier auf Verlangsamung noch einmal. Und vielleicht auch auf Feuerschutz. Edwin wäre halt der perfekte Mann für Melfs magische Meteoriten, aber ich glaube... Nee, ich habe ihn auch nicht. Dann rasten wir jetzt, bis komplett geheilt ist. Das müsste in 16 Stunden erledigt sein. Mir gegrüßt. Ich habe versprochen, zurückzukehren und hier bin ich. Wie hast du das getan? Tut mir leid, dass ich euch warten ließ, aber es gab da ein paar Dinge, um die ich mich zuerst kümmern musste. Nun, da wir wieder zusammen sind, gibt es etwas, um das ich euch bitten muss. Wir müssen zur Hafnerfeste in Adkatla reisen. Ich bin gebeten worden, euch mitzubringen und wir dürfen uns nicht zu lange Zeit lassen. Sie werden uns gestatten, die Schutzzauber, die auf den Toren liegen, zu passieren, aber ich muss bei euch und bei Bewusstsein sein. Bitte schließt euch mir wieder an und geht dorthin. Es ist sehr wichtig. Ich werde jetzt einfach mal Ja sagen und gucken wir mal, was passiert. Ich danke euch. Es freut mich, wieder mit euch zu reisen. Ich wünsche nur, dass unser Zusammentreffen nicht unter solchen Umständen erfolgt wäre. Kommt, wir müssen jetzt gehen. Ich werde alles Weitere erklären, wenn die Zeit dafür reif ist. Ja, was machen wir jetzt? Also Jan kann ich nicht aus der Gruppe werfen. Jan hat die Fallenfindfähigkeit. Er ist der Einzige. Korgan ist der Typ mit der Ausrüstung. Vigonia hat die guten Priesterzauber. Handlungsfreiheit, Todesschutz, wahrer Blick. Gut, wahrer Blick könnte Yahira auch. Edwin hat halt die Zauber. Edwin hat Chaos, Edwin hat Bresche. Es ist allerdings nichts dabei, was ich nicht auch mit Jan machen könnte.
Bliebe Walliger. Wenn ich Walliger jetzt hier rauswerfe, wo geht der hin? Was tut er? Was passiert mit den Questgegenständen? Ich werde nochmal versuchen, Yahira rauszuwerfen. Das ist keine kluge Entscheidung. Wir sollten uns beeilen, um zur Hafnerfeste in Atkatla zu kommen. Gut, ich warte dann in der Feste auf euch. Ich werde Ihnen versichern, dass ihr auf dem Weg seid, also lasst mich nicht als Lügnerin dastehen. Danke. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Es war ja gerade das, dem ich aus dem Weg gehen wollte, indem ich hier reingehe. Aber naja, man kann sich das halt nicht aussuchen. So. Ich mache, was ihr Korgan. Du nimmst eine Nahkampfwaffe in die Hand. Und dann buffen wir dich ein bisschen. Du hast ja Spiegelbild von deinem Schwert. Du hast einen Konzentrationstrank, den wir gleich mit dir trinken werden. Was kann ich dir noch Gutes angedeihen lassen? Ich hätte zum Beispiel Stärkung lernen können. Oder doch hier vorne Schutz vor Bösen. Das hätte ja seine Rüstungsklasse auch um 2 gesteigert. Da hätte ich dran denken können, ja. Tatsache. Nö, dann macht Korgan das aus eigener Kraft größtenteils, nicht? Dann werden wir ihm jetzt hier den Trank trinken lassen. Damit ist er dann schon bei Rüstungsklasse von minus 10. Was mir schon irgendwie niedrig vorkommt. Warst du nicht mal besser? Geben ihm den Wuchtgürtel. Haha, ja, fast vergessen. Weil Golems mit ihren Fäusten angreifen. Und dann mache ich ihn unsichtbar. So, das bringt ihm nochmal einen versteckten Rüstungsklasse-Bonus und dann mache ich die Tür hier auf. Wir haben auch immer den Golem-Kopf noch nicht gefunden. Wahrscheinlich liegt er da drin. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr macht das Sinn. So, wir haben hier Steingolems. Steingolems sind okay. Ja, das war sehr okay. Die kann ich nämlich hier rüberziehen auch. Ja, der eine hat sogar so hart einen auf den Sack gekriegt von Korgan, dass er vergessen hat, wo Korgan ist. Ich kümmere mich. Keine Auswirkung. Okay, das funktioniert nicht. Dann probieren wir es mal mit einem plus 2 Schwert. Von euch beiden. Und Korgan greift ihn an. Oh, Korgan macht so viel Schaden gerade. Oh ja. Korgan, ich weiß, was wir tun. Du wirst ein... bist du ein Trank, der... Ja, komm, ich benutze ihn ja sonst sowieso nie. Natürlich nimmst du einen Stärketrank. Ja, das klingt okay. Jetzt machst du nochmal extra Schaden und hast einen richtig geilen ETW-0. Plus 9 und plus 4 auf Schaden und Trefferwürfe. So, und ihr beide, ihr versucht jetzt von der Seite zu flankieren. Haha, sehr erfolgreich. Hä? Ja. Komm, Korgan. Ich folge euren Befehl. Du hast Stärke. Du bist der Mann. Oh ja. Ich warte hier noch auf den Eisen- oder Adamantit-Golem, der hier irgendwo rumstehen sollte. Hallo? Habe ich komplett übertrieben? Ich glaube, ich gehe sonst mit einem höheren Level rein. Kann das sein? Ja. Ich bin gern behilflich, so sei es. Aber wenn nein, du bist der Falsche. Ich will den Gnomen. Ich frage mich auch, wie strikt Yahiras Zeitlimit ist. Gibt sie mir einen Tag? Gibt sie mir eine Woche? Gibt sie mir länger? Gibt sie mir kürzer? So, das ist ein Kompositbogen plus 2. Okay, dann komm doch hier rein. Was soll weil egal, das du musst überlegen. Das nämlich gleich tragen, wahrscheinlich. Weil ich Jan das nicht alles tragen können wird. Für eine Steckrübe. Ja, den Golem-Kopf, den will ich auf jeden Fall haben. Und das dann hätte ich auch gerne die Pfeile und auch gerne damals, als diesen... Chazar, oder wie das heißt. Chazam, genau, den Chazam. Ja, ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Das war jetzt doch entspannt. Okay. Damit haben wir den Golem im Kopf. Dann können wir hier die Tür da aufmachen. Und können da weitermachen. Das ist doch super. Kann man den Golem zusammenbasteln. Das macht dann auch Walliger. Ja, das sollte funktionieren. Dein Blut hilft dir hier, wie überall. Kopf, Arm und Kohleofen angeworfen. Dieser Diener entdeckt einen Eindringling, er muss vernichtet werden, ja. Da habe ich immer jedes Mal gedacht, der meint mich, aber er meint nicht mich. Hier hinten ist irgendwo ein Betrachter, der eigentlich gerne entkommen möchte. Und das allerdings nicht kann. So. Jetzt gucken wir nochmal. Walliger hat doch durch seine Rüstung sowieso schon Feuerschadensresistenzen. Das heißt, Walliger werde ich da reinschicken in den nächsten Raum. Und er ist einverstanden. Also Walliger, du bist echt
Ich nehme dich ja selten mit, aber du bist bis jetzt das umgänglichste Gruppenmitglied, das ich habe. Du sagst immer ja, einverstanden, habt ihr euch das gut überlegt. So, ich muss nämlich hier jetzt in irgendeiner Reihenfolge drücken und ich habe nie genau verstanden, wie das funktioniert. Ich glaube irgendwie, man muss sich denken, das ist 1, 2, 3 und 4 und dann macht man die in der Reihenfolge. So habe ich mir das gemerkt. Ich drücke jetzt mal hier drauf, genau. Drück dann hier drauf. Drück dann hier drauf. Und drück dann da drauf. Und wenn das jetzt, wenn ich das jetzt falsch gemacht hätte, hätte ich einen Feuerball abbekommen und deswegen habe ich mich vor Feuer geschützt. Aber das war ja im Nachhinein gar nicht notwendig. So, hier hinten ist jetzt auch gleich der Betrachter. Ich bin überrascht, dass Korgan noch die Stärke hat, weil 10 Runden sind eigentlich 60 Sekunden. Sind das dann doch 10 Phasen, die das hält? Das wäre natürlich dann der Hammer. Oh ja, der ältere Augentyrann, genau. Da, wo ich das lese, Augentyrann. Da werde ich auch nur mit Korgan rangehen. Wobei, warte mal, stopp. Ich muss da gar nicht rangehen. Der Wächtergolem macht das alleine. Ich tue das immer nur, weil ich die Erfahrungspunkte will, oder? Und weil er ein bisschen Dialog hat mit uns. Komm, geh ran. Du lebst nur einmal. Ja, der ist leicht verletzt. Okay, leicht verletzt ist schlecht. Zauberer, eure Sphäre ist nicht das passende Grab. Euer Golem sei verdammt. Ich werde entkommen. Ja, ich hoffe nicht. Ja, zauber weiter auf den Golem. Das ist auch so ein bisschen das Problem mit dem Computerspiel. Betrachter sind ja wohl hochintelligente Kreaturen. Also würde der eigentlich mich angreifen. Sobald er mich sieht und... Oh, hallo. Oh. Mein Inventar ist zu klein. Jetzt können wir auch uns entscheiden. Hier unten Tolgerias oder hier hinten, glaube ich, Lavok der Nekromant. In welche Richtung gehen wir zuerst? Ich glaube, ich gehe zuerst Richtung Tolgerias. So, hier scheint keine Falle zu sein, sagte er. Völlig unsicher. Aber jetzt glaube ich dran. Gut, gehen wir da rein. Das geht Richtung Tolgerias, glaube ich, wie gesagt. Und hier könnte allerdings noch eine Falle liegen, weil das Spiel ist ja ein Arschloch. Also, das erinnert mich an das. Das denke ich immer. Damals, als ich... Dann werde ich auf jeden Fall hier ein paar Skelette hinbeschwören. Und versuchen mit meinen Leuten möglichst... an den Rand hier irgendwo zu gehen. Genau. Die Skelette sind so eine Art Fallback für mich. Denn ich habe jetzt hier vor, den Magier Tolgerias ja zu besiegen, wie schon gesagt. Und dazu möchte ich Jan schützen, vor allem Erdenklichen eigentlich. Und nur im Ausnahmefall dann irgendwas anderes machen, als das mit Jan zu machen. Wie wird Jan das machen? Wahrscheinlich mit dem Todessteckenstab. Ich werde reingehen. Ich werde mich unsichtbar gemacht haben. Ich werde immun sein gegen Erkenntniszauber. Ja, und dann werde ich die einmal brechen können oder mit Sonnenfeuer töten können. Ja, genau, das machen wir so. Wir machen das so. Ich habe einen Plan entwickelt. Und dazu werde ich Jan schützen auch. Vor Todeszaubern auf jeden Fall. Geben wir ihm auch chaotische Befehle, ja. Das hält ja auch sehr lange. Dann knallen wir hier Furchtschutz hin. Dann macht Jan sich unsichtbar. Geht hier vorne hin. Ja, macht das auf und schützt sich vor Erkenntniszauber. Ich habe jetzt nichts mit Feuerschutzzaubern und so gelernt, weil, naja. Ah, ihr seid sogar... Ihr seid sogar noch ohne Schutzzauber unterwegs. Ihr seid schon mutige Leute, ja. Knall bei ihm doch mal was drauf, ja. So, Tolgerias ist beim Zaubern gescheitert. Das ist schon mal gut. Der Magier hat eher schlechte Schutzzauber gewählt. Schutz vor normalen Waffen und geringere Zauberabwehr ist ja jetzt nicht so das super tolle Zeug. Dann
schießen wir in der Zwischenzeit schon einmal mit dem mit der Armbrust. Ich versinke in Erinnerungen. Und der macht Schutzmantel, Schutzfeuerenergie und Zauberabwehr. Okay, das ist natürlich besser als das, was der andere Magier gemacht hat. Dann schießen wir auf den anderen Magier. Na komm, Jan. Ja, du hast getroffen, aber ist an der Steinhaut hängen geblieben. Gut, dann setze ich hier eine Todeswolke hin und schau zu, wie die KI versagt. Ja, komm, noch eine Todeswolke. Wir hatten ja bei dem letzten Magier, bei dem verhüllten Magier im Hafenviertel, hatten wir ja das Problem, dass ich zu wenig Todeswolken gesetzt hatte und die dann, der dann falls überlebt hatte. Ja, aber Torgeres schafft das nicht. Das hatte ich mir auch schwieriger vorgestellt, ehrlich gesagt. Aber der ist ja nicht mehr in meine Richtung jetzt gelaufen. Nee, der ist einfach gestorben. Schön. Schön, schön, schön. Dann haben wir hier für die restlichen Räume noch Ressourcen. So, ich fange dann auch an und versuche meine Leute hier reinzuholen. Ich war erst ein bisschen dagegen, weil die Wolke ja doch gefährlich ist. Aber dann habe ich gesehen, dass Koggans Stärketrank ja noch wirkt und aus dem will ich noch das meiste rausholen, ja. Ja, Valiga, versucht's wieder mit Selbstmord. Das ist keine Option, Valiga. So, da komme ich nicht rein. Der Raum ist uninteressant, ja. Warum macht man ihn da dahin, ne? Ja. Komisch. Komisch, komisch, komisch. So. Ja, lauft einfach mal dahin. Da sind doch irgendwelche, da sind irgendwelche Gegner drin auch. Vielleicht sollte ich dann auch. Ja, Jan braucht auf jeden Fall Schatten verstecken. Irgendwann mal. Weil das sind ja hier mächtige Kältemonster. Wo ich dann auch auf Bonusschaden verstanden. Hoffe. Ja, Eissalamander. Ich werde es gekonnt und sorgfältig. Die müssen, wenn haben die eine Kälte-Schadensaura in diesem Spiel? Oder ist, ja, ist das in Icewind Dale so? Werden wir mal beobachten. Was? Wieso sind die denn gegen magische Waffen immun? Das ist doch Quatsch. Gegen normale Waffen immun, das ist doch Quatsch. Aha, ja, das hat funktioniert. Sehr gut. So, war das jetzt nur ein Eissalamander, den ich da getroffen habe mit meinem Feuerball? Anscheinend schon. Das war Verschwendung ohnegleichen. Ja, doch ein anderer Eissalamander ist verletzt. Haha, ja. Damage. Ah, renn weg, Marker. Renn weg, renn weg, renn weg. Du bist viel zu schön zu sterben. Ja, ich folge euren Befehl. So, knallen wir den Eismeer-Feed weg, wollte ich sagen. Aber irgendwie kriegt Korgan das nicht hin. Die Skelette sind, glaube ich, ne, ich wollte sagen, die sind kälteimmun, aber das stimmt, glaube ich, nicht, sonst wären die nicht so tot. So, versuchen wir, den Eissalamander zu töten. Das läuft ja ganz gut. Töten wir den nächsten Eissalamander. Und als letztes dann den Troll. So. Da ist Steinfeuer sicherlich eine gute Waffe. Auch Valigar darf mitmachen. Oh, Korgan hat einen schweren Treffer eingesteckt. Na komm, der will doch umfallen. Na ja, 100 Gummipunkte für alle Beteiligten. So, auf diesen Dingern hier, da sind auf jeden Fall Fallen drauf. Soweit weiß ich das. Aber ich habe noch den Zug, immer wieder reinzugehen, ja? Immer weiter, tiefer. Hier könnten noch Monster sein. Genau, au. Kommst du jetzt auch? Oder hast du nur mal auf mich geschossen? Ja, du hast nur mal auf mich geschossen, okay. Edwin, ach, komm. Du dies, Edwin, du das. Wie wär's, wenn nee, du bist der Falsche. Ich wollte den anderen arroganten Sack. Komm, Bracket. Kind des Mordes. Töte sie. Haha, ja. Ich muss, aber und ich bin überrascht. Ja, der hat Panik bekommen. Das macht doch irgendwie Sinn. Schließlich war das ein Feuerzauber, also ein Feuerpfeil. Das sollte ihm nicht gefallen. Ich werde so, Jan hat eine Falle gefunden. Ah, der Rambok-Ring und Luftelementar beschwören, glaube ich. Wisst ihr, das erinnert mich an damals.
Damals, als ich... Das ist noch ein Helm vom Bezauberungsschutzhelm eventuell. Gucken wir gleich mal. Ja, nein, das ist der Abwehrhelm. Okay, Rettungswurf plus 1 und Elementarresistenzen. Dann schauen wir mal. Walliger hat noch gar keinen Helm auf. Das macht ihn erstmal zu einem guten Kandidaten für diesen Helm. Außerdem hat er ja durch seine Rüstung schon Elementarresistenzen, was die weiter erhöht. Also ist er mit einem Priesterzauber jetzt schon bei 95% Kälte- und Feuerresistenz. So, was haben wir noch gefunden? Haben wir nicht noch irgendwas gefunden? Den Rambok-Ring, genau. Den Rambok-Ring sollte ich auch identifizieren, damit ich ihn benutzen kann. Der macht nämlich Schaden auf einem Gegner. Dem Schaden kann man nur schwer entgehen. Den kann man zum Beispiel gegen Kangax ganz gut einsetzen, der richtig gute Schadensresistenzen hat. Und ich glaube, Edwin ist da der Mann der Tat, ja. Edwin. Zu Edwin passt der auch vom Charakter her. Ja. Bin ich allergisch. So, dann haben wir ja gesagt Feuerpfeile, nicht? Also allergisch. Eispfeile haben wir gesagt, weil der nächste Raum ist ein Feuerraum. Labok macht das alles so wie ein Druide. Der balanciert seine Monsterräume ordentlich aus. Hier ist ein Feuerraum. So, und da werde ich dann machen, was ich auch gesagt habe. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, stehe mir zu Diensten. Ich gebe Walligar nochmal einen Feuerschutzzauber. Dann wird nämlich Walligar da rangehen. Mit 95% Feuerwiderstand. Und ein bisschen was von dem Feuerschaden tanken, der jetzt auf ihn zukommt. Okay, okay. Ich mag auch seine Einstellung total. Also ein höherer Feuerelementar. Funktionieren denn gegen den Eispfeile? Nein, leider nicht. Da brauche ich dann wohl doch wieder plus 2 Pfeile. Die werde ich auch nehmen, ja. Ich warte. Ich bin da. Nein. Was ist los, Bracket? Bist du geblendet worden? Du bist geblendet worden. Oh, toll. Das heißt, er ist jetzt nutzlos. Ach komm, Walligar. Ich hab mich doch so aufgebaut. Habt ihr euch das gut überlegt? Ja, jetzt kannst du aber, oder? Hoffentlich werde ich wenigstens. Bracket ist auch nicht mehr geblendet. Dann probieren wir die Eispfeile nochmal. Okay. War nicht notwendig, so. Stück für Stück. Stirb. Ja, wie war das noch? Ich wollte eigentlich, genau für sowas wollte ich Walligar benutzen, ne? Ja, das sollte funktionieren. Komm, Walligar. Ja, ein Schadenspunkt. Gute Idee, das mir zu übertragen. Wir erteilen mal wieder Befehle. Kommt der? Die sind schlimmer als ich hier. Ich bin ja schon Feigling. Aber ihr seid Computergegner. Ihr habt keinen Grund, feige zu sein. Oh, da kommen sie. So, Walligar hat auch noch gar keine Tränke. Wer hat denn Tränke für Walligar? Na, da, Korgan hat einen 5er-Pack. Kannst du gleich mit anfangen. Ja, ich bin noch immer da. Ja, ich weiß, du bist da. Aber wenn ich da mal mit finsterer Magie in Berührung... Habt ihr euch das gut überlegt? Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Ach komm. Ja. Walligar hat irgendwie nie Glück. Was soll ich tun? Einverstanden. Okay, Korgan. Du bist mein Mann der Tat. Ich bin Sille. Du bist der Bessere. Ja, du gehst auf den da. Ich habe keine Lust mehr, meine Zeit mit Dummköpfen zu verbringen. Ja, und Vikonia beschwert sich mal wieder darüber, dass die Gruppe einen guten Ruf hat. Aber das kriegen wir in den Griff alles. Bin guter Dinge. So, Walligar. Ja, Walligars Feuerschutzzauber ist schon wieder ausgelaufen. Nein, Unsichtbarkeit, Korgan, Unsichtbarkeit. Aha, das hat nicht viel geholfen, aber... Das wurde aber auch Zeit. Der Ifrit, verschwindet der jetzt? Ja, er macht sich unsichtbar und er kann auf mich zaubern. Wie ist das erlaubt? Das ist nicht erlaubt. Das ist die Antwort. Das ist nicht erlaubt. So, was kann ich tun? Was kann Korgan tun? Das heißt, der Ifrit sieht unsichtbar. Oh, der kann Feuerbälle machen. Ja, genau, so nehme ich. Habe ich da total Lust drauf. Okay. Ifrit heißt wahrer Blick. Ja. Korgan kriegt richtig auf den Sack. Da laufen wir.
Ja, was tun wir, wenn er kommt? Wir laufen. Okay, da ist der Ifrit. Der Ifrit ist aufgetaucht. Der Ifrit wird angegriffen. Okay, okay. Und zwar aus allen Rohren. Magisch, physisch, ohne Gnade. So, Vikonia. Wem kannst du helfen? Kannst du überhaupt irgendjemandem helfen? Mit den kleinen Heilzaubern. Ich habe 4 kleine Heilzauber gelernt, weil ich gesagt habe, ich will mehr Heilzauber haben. Das Schicksal wartet. Manchmal bin ich echt ein lustiger Mann, ohne es zu wollen. So, der Ifrit ist in die Gasform gegangen. Das will ich jetzt nicht eigentlich. Gut. Manchmal kommen die aus der Gasform wieder raus. Manchmal auch nicht, glaube ich. Also, eventuell habe ich nicht genug Schaden auf einmal gemacht. Das ist natürlich blöd. Was gibt's? Macht's. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Komm, nimm nochmal einen Heiltrank, Korgan. Ja, da ist er nämlich wieder. Heute wird der Ruhm unser sein. Na komm, tötet ihn. Tötet ihn aber jetzt endgültig. Oh ja. Okay. Ich hab schon wegen weniger getötet. So ein Feuerball in die Gruppe kann eigentlich das Ende bedeuten. Wenn ich jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad als auf dem mittleren spielen würde, wäre das auch knapp geworden wahrscheinlich. Wir sollten zusammen einen mobilen Gemüsehandel aufziehen. Aber schön, dass er nach einem Mal, dass er dann doch gestorben ist. Hier sieht es so aus, als könnte man nochmal Kohle einsetzen, ist aber gar nicht wahr. Also die 4. Kohle, die wir da gefunden haben, die war zusätzlich da. Die hat keinen Sinn gehabt. So, da in dem anderen Raum, genau, da waren nämlich auch 2 Fallen. Ah, das sind ja auch 2 Fallen. Ich mag, wenn etwas symmetrisch ist. So, hier sind Feuerpfeile und aller möglicher Kram, für den ich wahrscheinlich keinen Platz habe. So, ich habe Walligar einfach mal die Fehle gegeben. Hier haben wir den Feuerstecken plus 2. Damit können wir den Feuerelementar beschwören. Das ist natürlich eine spannende Sache. Wie viele Ladungen hat er denn? 20. Na, hallo. Hallo, mein neuer Lieblingsstab. Aber erstmal sorgen wir vielleicht noch dafür, dass es meinem Hauptcharakter ein bisschen besser geht. Das ist nämlich nicht okay. Ist eigentlich gar nicht okay hier. Ich weiß, ich wiederhole mich schon relativ häufig, aber es ist krass, wie sehr Yahira mir fehlt. So, dann machen wir mit dir das Level up. Da werden deine Rettungswürfe besser und ein Stufe 2 Priesterzauber. Ja, das ist natürlich supi. Was lernen wir da? Gute Beeren, ja. Nee, komm, Feuerschutz habe ich doch schon mal gelernt. Ja. Stimmt, habe ich noch, könnte ich noch mal auf Alligar zaubern, wenn es soweit ist. Ja, keine Ahnung, was wir da nehmen. Gift verlangsamen. So, und jetzt habe ich Respekt vor dem nächsten Raum. Da bin ich nicht hundertprozentig drauf vorbereitet. Wenn ich jetzt hier Melfs magische Meteoriten zaubere, ja, ich habe auch gar kein Sonnenfeuer gebraucht, dann kann ich trotzdem noch hier den Feuerelementar beschwören. Okay, das ist doch gut. Das erinnert mich an damals. Damals, als dann gibt Vikonia jetzt noch ein bisschen Korgan-Liebe. Und dann machen wir im nächsten Raum Monsterbeschwörungsparty. Da sind nämlich Golems und ich weiß nicht, wie stark die Golems sind und wie viele von den Golems da sein werden, aber wir dürfen denen eigentlich keine Möglichkeit geben, uns einzukesseln. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor... Und wenn Edwin und Vikonia jede Runde Monster beschwören, die dann jede Runde sterben. Das ist dann halt so. Ja, da fangen wir auch gleich mit an. Skelette nach hier. Edwins Monster der Stufe so und so nach dort. Braket segnet uns. Ja, warum nicht? Dann bleibt Walligar noch irgendwas zu tun. Ja, der könnte auch segnen. Wer steht vorne? Korgan steht vorne. Korgan hat auch noch Spiegelbilder. Und seine Heilhandschuhe, die darf ich auch nicht vergessen.
So, wir haben Monster beschwört, wir haben uns gesegnet. Ich mache, was ihr wollt. Hoffentlich finden wir Steingolem. Eine Menge Gold und Edelstein. Na gut, werfen wir den Steingolem ab. Ist das der Moment für Schutz vor Bösem so und so viel Meter Radius? Ich glaube schon. So, welche Pfeile funktionieren hier? Die nicht, nein. Plus zwei Pfeile funktionieren wahrscheinlich auf jeden Fall. Vielleicht funktionieren aber auch plus eins Pfeile. Das wäre ja doch ökonomischer. Homo Ökonomus, das bin ich. Nee. Schade. Nehmen wir plus zwei Pfeile. Wenn es denn sein muss. Okay, Leben geht weiter. Wir sind gut dabei. Korgan bleibt im Fernkampf. Ich glaube, das Skelett ist tot. Gut bezahlt. Ja, aber erst eins. Machen wir einfach so weiter wie bisher. Ich habe schon wegen weniger getötet. So, weil hier, das ist die Engine, die dieses ganze Ding antreibt. Vielleicht bin ich auch zu früh hier. Kann das sein? Hallo? Lehmgolem, ja, das ist ein Problemgolem. Dunkelidei, aus dir mache ich Brat. Da machen wir einmal Spiegelbild und wechseln auf den Hammer, weil Lehmgolems brauchen ja eine stumpfe Waffe. Ich glaube sogar eine stumpfe magische Waffe. Und da haben wir nur die eine. Ich weiß gar nicht, wo der Flegel der Zeitalter ist. Den kann halt auch keiner benutzen. Deswegen haben wir nur die eine. So, das ist für Korgan gut gelaufen. Dann gucken wir mal, ob hier noch mehr böse Golems sind. Ja, da haben wir noch Stein und Stein. Doppelstein. Okay. Erstes Problem. Ihr nach da unten. Ihr müsst den abfangen. Weil Korgan wird es nicht alleine hinkriegen. Im Moment. Bracket macht hilft. Ja, es läuft doch gut. Läuft doch gut. Besser geht nicht. Die paar Monster, die ich hier beschworen habe, ich dachte, ich müsste viel härter nachholen. Hier können nämlich auch Eisengolems und oder Adamantitgolems auftauchen. Und ich habe da ganz schlechte Erinnerungen dran, dass ich hier mit Melfs magischen Meteoriten und vielen Spiegelbildern langsam die hochleveligen Golems getötet habe. Das ist ja dann schon fast paradiesisch gelaufen hier gerade. Der blöde Zwerg macht das schon. Der blöde Zwerg ist ein wertvolles Gruppenmitglied. Und ich würde ihn nie blöder Zwerg nennen. Nein, nein, nein. Gar keinen Fall. So, hier ist jetzt hier überhaupt irgendwas zum Looten? Warum bin ich hier reingegangen? Oh. Das ist gefährlich. Wenn ich diese Leiste wegklicke, also manchmal minimiere ich das Spiel. Das kann ja keiner gebrauchen. So, dann geht Jan mal da oben rein. Da ist nämlich genau, da ist doch was zu looten. Und gleich stirbt er wieder an der Falle. Ha! Nein, die Falle ist tatsächlich nicht auf dem Weg, sondern auf dem Ding. Ja, auf dem Container. Hi. Leg Waldfee. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen? Ja, Edwin. Wir sind diese armen Idioten. Mann meiner Bedeutung. Ihr müsst eure Gruppe erst... So, da unten kommt dann auch das Herz des Dämons rein. Ja, wir werden den Dämon töten müssen. Wir müssen jetzt erstmal Lavok töten. Und dann müssen wir die Sphäre ja zurückbringen. Dafür braucht sie Antriebskraft. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir, wenn wir den Dämon töten. Außerhalb von der Sphäre. Das wird nochmal spannend. Aber ich will mir zuerst nochmal diesen Ring hier angucken. Der Ring des sechsten Sinnes. Ah, okay. Fallen finden Bonus. Ich dachte, das wäre ein Ring, der irgendwie Priesterzauber gibt, so von der Art, wie er aussieht. Ich glaube aber, das brauche ich überhaupt nicht, ja, weil Fallen finden, 105. Ich mag den Beeinflussungsring und ich mag auch den Unsichtbarkeitsring. Also im Moment würde ich den nicht anziehen. Vielleicht werde ich irgendwann mit Jan seine Ausrüstung verändern, weil er kriegt ja, glaube ich, Fallen finden durch seine Brille ihr oder so. Müsst eure Gruppe und dann könnte ich das ein bisschen ummodeln. Dann könnte ich die Ringe wechseln. Dann gehen wir hier hinten bei dem Golem vorbei. Verstanden. Ich werde es gekommen, und gucken Lavok. Genau, wir gucken Lavok. Oh, ja, mir fällt gerade auf. Lavok kommt hier auch direkt schon. Schar führt meine Hand.
Da ist kein Schritt mehr dazwischen. Machen wir mal einmal wundersames Erinnerungsvermögen, Vikonia. Gucken wir, was wir für Zauber zurückbekommen. Ich brauche auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wahrer Blick, genau. Dann ist die Frage, reicht wahrer Blick und Bresche? Reicht das, um ihn zu töten? Oder muss ich nochmal rasten, um Jans Taktik zu wiederholen, die so erfolgreich für mich war? Ich habe keinen Schutz vor Todesmagie mehr. Ja, ich glaube, ich kann das nicht tun. Ich kann das so nicht tun. Wir gehen nochmal zurück. Und wir hauen uns aufs Ohr. Schauen wir mal, was ich gegen die Dämonen draußen gerne hätte. Schutz vor Bösen auf jeden Fall. Den Todesschutzzauber da, den brauche ich auch auf jeden Fall. Wobei, Jan macht ja jetzt Lavok. Jan macht Lavok mit minimalem Einsatz. Wir können uns also auf den Kampf gegen die Dämonen draußen vorbereiten. Und da hätte ich gerne, ja, wahrer Blick lassen wir mal drin. Jan hat auch einmal Bresche, oder? Ja, Jan hat einmal Bresche. Jan hat zweimal Sonnenfeuer, genau. Dann werde ich hier jetzt Sonnenfeuer einsetzen. Das werden wir versuchen. Ich habe meine Melfs magischen Meteoriten viel zu wenig benutzt und ich habe auch Netz nicht einsetzen können. Schade, schade. So, identifizieren nehme ich mal raus. Ich habe halt viele Ressourcen übrig. Normalerweise würde ich jetzt nicht rasten. Aber was ist schon normal? Ich sollte auf jeden Fall Jan auffüllen, was die Lebenspunkte angeht. Da er ja vielleicht doch irgendwie, ja, wobei, ein Symbol Tod oder so überlebt er nicht. Egal, was ich mache, da müsste ich ihn schon vor Todesmagie schützen. Aber das will ich mir aufheben. Werde ich wenigstens gut bezahlt. Warte. Ihr solltet eigentlich irgendwie da in die Ecke gehen, habe ich mir gedacht. Ja. So, genau. Lauft weg. Okay, ihr lauft so weit, wie ihr könnt. Sehr schön, Jan. Der Trick hat ja immer ganz gut funktioniert. Ja, das ist ohnehin eine Standardtaktik. Okay. Ich kann da sogar drinstehen. Das ist ja praktisch. Dann hauen wir das raus und wählen wieder mal Erkenntniszauber. So, Lavok sieht mich nicht. Du Narr, ich werde dich töten. Ihr seid schuld, dass die Sphäre wieder springt, ihr Idioten. Ich wäre fast entkommen. Na, da sind wir gerade rechtzeitig gekommen. Die materielle Ebene wurde mir verweigert. Ich werde meine Rache bekommen. Gucken wir mal. Also Magiewiderstand hast du nicht. Wer wird den Tod willkommen heißen? Ich nehme das Steckrüben. Was hat er getan? Er hat sich durch verbesserten Schutzmantel geschützt. Das sollte keinen Unterschied machen. Ja, warte mal, stopp. Was hat er getan? Und Zauberabwehr und Schutz für Energie. Also ich treffe ihn schon, ja. Ich treffe ihn schon, ganz genau. Was macht er denn hier, wo Zauber wirkungslos steht? Oh Gott, ich werde ihn töten. Ich werde ihn einfach so töten. Mit dem Feuerstab. Was denn, nicht mal ein Kratzer? Nee, werde ich nicht, okay. Ich muss tatsächlich Melfs magische Meteoriten benutzen, weil die als +6-Waffe zählen. Da ist der Schutzmantel komplett nutzlos. Passt auf euren Tonfall auf, Bürschchen. Meine Axt dürstet es nach einem Schlag oder zwei. Und mir ist scheißegal, wer nachher ich besessen war, sie. Ja, ich cheese hier die Gegner und Korgan spricht durch ihren Dialog hindurch. Lavok wurde wohl von einer Macht besessen, die jetzt fort ist. Die Macht ist fort. Ich danke euch, dass ihr mich von der Last befreit habt, diese Kreatur beherbergen zu müssen. Ich bin schon länger, als ich denken kann, Gefangener meines Geistes. Ich konnte ihm nicht erlauben, die Geheimnisse der Sphäre von mir zu stehlen. Wenn er entkommen wäre, hätte er irgendwann die gesamte Ebene verwüstet. Nicht einmal ich hätte das zulassen können.
Ich war die Geißel der Lebenden, bevor ich diese Ebene verließ. Ich habe mein eigenes Blut terrorisiert und mit den Gesetzen von Leben und Tod herumgefuscht. Böse und arrogant bin ich gewesen, ja, wahrlich. Ich hatte mehr als ein Leben, um meine Sünden zu überdenken. Wenn ich doch alles ungeschehen machen könnte, wenn ich meinen Bruder und meinen Sohn zurückrufen könnte, meine Enkelin und meine Enkel, ich... Ach, wenn ich zurückgehen und dem Mann, der ich einst war, sagen könnte, dass die Sphäre eine Mission des Stolzes war, die zum Versagen verdammt war. Aber das kann ich nicht, natürlich nicht. Der Tod wird eine gesegnete Befreiung sein nach meinem überlangen und verfluchtem Leben. Wenn ihr Valigar wiederseht, sagt ihm, dass all die Sorge und Trauer, die ich ihm bereitet habe, leid tun. Und wenn das auch nur von wenig Nutzen sein mag. Ich spüre, dass meine letzten Atemzüge gekommen sind. Aber ein wenig Zeit bleibt mir noch. Zeit für eine letzte Abmachung. Ihr da, Mensch. Könnte ich mit euch eine Abmachung treffen? Ich bin schon so lange auf Reisen. Ich möchte noch ein letztes Mal meine Heimat sehen. Wenn wir zur materiellen Ebene zurückkehren, bringt mich nach draußen und lasst mich unter dem Himmel des Ortes sterben, an dem ich geboren wurde. Dies ist alles, worum ich euch bitte. Weder Tricks noch Tücken. Ich flehe euch an. Sehr gut. Die Sphäre bezieht ihre Energie aus dem Herzen eines mächtigen Dämons. Oder vielmehr, sie hat sie daher bezogen. Ihr müsst aus der Sphäre heraustreten und ein anderes Herz beschaffen. Ich weiß, dass das schwierig wird. Aber es ist euch gelungen, die Verkörperung zu besiegen, sodass ich hoffe, dass ihr auch stark genug seid für diese letzte Aufgabe. Beschafft das Herz und kehrt zurück. Geht in den Maschinenraum und platziert es in dem Golem, der dort als Energiequelle dient. Ich werde die Kontrollmechanismen einstellen, sodass wir zur materiellen Ebene zurückkehren können. Aber beeilt euch, ich weiß nicht, wie viel länger ich meine Existenz aufrechterhalten kann. Ja, ich glaube... Ich hab schon solange wir wollen. Getötet. Der einzige, um den ich mir wirklich Sorgen mache, was Zeiten angeht, ist ja hier. Ja. Meine Axt, die kann ihre Existenz nicht lange aufrechterhalten. So. Hat Valigar mit ihm einen Dialog? Kann ich den vielleicht noch triggern? Habt ihr euch das gut überlegt? Ihr müsst das Herz eines Dämonen finden. Ihr müsst. Nee, er hat kein Interesse daran, mit seinem Ur-Ur-Urenkel zu reden. Das ist die Belohnung, Lavok getötet zu haben. Sehr schön. Okay, jetzt gibt es hier noch zwei Nebenräume. Die Nebenräume sind auch interessant. Also, nicht wirklich interessant, aber sie sind es wert, hineingegangen zu werden. Würde ich mal sagen. Das ist der Pilzraum. Das hatte ich jetzt eigentlich nicht so gewollt. Nee, ich wollte eher den Pilzraum mehr aufheben für... irgendwann mal später, ne? Oh, also das ist nun wirklich kein Problem. Aber jetzt ist es halt so. Was ist das denn hier? Was ist mit Valigar passiert? Okay, jetzt ist wieder alles ja, in Ordnung. Das sollte sehr schön. Funktionieren. Dann machen wir mal Linksklick auf diesen Pilzmann. Und halten allerdings mit Edwin mit magischen Geschossen drauf. Und auch mit ihr Jan mit magischen ja Geschossen drauf. Don. So, dann haben wir ja allen Fernkampfwaffen in die Hand gedrückt. Und dann hoffe ich, dass ich diese Pilzkolonie töte, bevor die was Böses tut. Wie das? Oh ja, hat funktioniert. Ich warte. Ja, super. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Verstanden. So, hier gibt's noch eine, genau. Dann machen wir das Gleiche. Nur, dass Edwin wahrscheinlich der Einzige sein wird, der noch magische Geschosse hat. Das wurde aber auch leicht. Lassen wir nicht zu, dass die was beschwören. Sehr schön. So muss das nämlich auch ablaufen. Ja, genau. Sofort eure Hochwohlgeborenen. Ach ja, ich mag das. Machen wir sie mit übermächtigen Angriffen sofort tot. Und bekommen die Heiltränke, die ich so dringend gebraucht habe. Oh ja. Dann kann Viconia eine Schleuder plus 2 bekommen. Die benutzt ja dann doch noch am häufigsten ihre Schleuderkugeln. Und wir können eigentlich in den nächsten Raum gehen. Da sind Minotauren drin. Das sind eigentlich nur Nahkämpfer. Mit denen sollten wir kurz einen Prozess machen können, ohne dass sie sich viel gegen uns wehren können. Und dann bleibt nur noch ein Dämon zu töten. Einen oder drei. Also das kann man sich aussuchen. Es gibt insgesamt 3 Dämonen in dieser Dämonenebene, in der wir uns befinden. Und wir versuchen mal den ersten und ich glaube, das... Ah, halt, stopp, ihr seid gar keine. Ihr seid gar keine. Was habe ich gesagt? Seid ihr? Auf jeden Fall seid ihr es nicht. Keine ihr seid extra. Aber oh mein Gott. Ihr seid arme Würstchen, seid ihr. Wenn ich mir das angucke. Meine so viel Schaden war das doch gar nicht. Es ist aus mit euch. Stopp.
Ja, nehmen wir lieber Feuerpfeil, die sind billiger. Ja, Korgan hat kritische Treffer und Jan hat keine Munition. Oder ich habe ihn halt falsch ausgerüstet, genau. Ja, super. Das hat sich doch gelohnt. Hier oben haben wir noch ein bisschen Krempel. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Da ist einmal eine Lederrüstung drin. Ein Ninja-To plus 1. Okay, cool. Das müsste eine Streitaxt plus 2 sein. Ich glaube, ich identifiziere mal die Lederrüstung, weil die könnte vielleicht für Bracket was geeignetes sein. Beschützer des zweiten plus 2, RK6. Bracket hat im Moment einen Lederwams plus 2 an. Okay, das ist ein bisschen besser. Dann bleiben wir doch dabei. Ich glaube, da war noch was drin. Ja, auf jeden Fall die Bolzen. Und ich glaube, diese Dinger nehmen wir auch mal mit, diese Verletzungspfeile oder was das sind, weil die könnten Geld bringen und wir haben ja noch den Plan, viele Sachen zu kaufen. Darüber können wir auch noch mal ganz kurz sprechen. Ruf 17 ist ja heftig. Wir haben im Moment Ruf 17. Ruf 18 will ich noch erreichen, dann will ich einkaufen gehen. Und dann will ich meinen Ruf wieder auf 16 senken. Dafür habe ich auch schon eine Quest mir überlegt und das ist nicht der Ausgang. Wir haben über 50.000 Goldmünzen. Die werde ich investieren. Auf jeden Fall in Robe von Vecna für Edwin, da ich ja jetzt vorhabe, ihn zu behalten. Und wahrscheinlich das Schild von Balduran will ich mir kaufen, weil Betrachter. Ja, faire Kämpfe gegen Betrachter sind eine Sache für sich. Das ist nun wirklich kein Problem. Und dann müssen wir mal gucken, was ich noch haben will. Es gibt bestimmt noch Dinge, die ich haben will. Helm von Valior. Oh Gott, Korgan mit dem Helm von Valior. Das wird nochmal eine Sache. Oder auch Bracket mit dem Helm von Valior. Dann habe ich zwei von denen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und ich glaube, da sind auch schon 60.000 Goldmünzen weg. Also minus Charisma-Bonus und was wir jetzt verkaufen. Und dann kriegen wir da sicherlich das Geld los. Aber erstmal haben wir Dämonen zu bekämpfen. Da ist auf jeden Fall gut, dass ich viel Furchtschutz gelernt habe, weil das machen die auf jeden Fall. Dann habe ich zweimal Handlungsfreiheit. Die werde ich auf jeden Fall auch einsetzen müssen. Ich denke mal, mindestens Korgan und Bracket brauchen das. Und bei allen anderen hoffen wir dann, dass es gut geht. Was ich auch kaufen muss, sind auf jeden Fall Konzentrationstränke. Ja, die brauche ich auf jeden Fall, weil Korgan hat nur noch einen. Wobei wir irgendwann auch die... wir können natürlich auch irgendwann die Dings holen gehen. Die Geschicklichkeitsarmschienen, die sind ja eigentlich auch ein Gegenstand, den braucht man. Der ist sehr wichtig. Dann heile ich nochmal so ein bisschen all around hier. Ja, auch Edwin kriegt eine Heilung. Ich bin ja kein Unmensch. Aber Bracket sollte jetzt auch noch eine bekommen. Jan darf auf jeden Fall Steinhaut aktiv haben. Da spricht nichts dagegen. So, Korgan hat den Anti-Wucht-Wuchtgürtel an. Ich glaube auch... Ach, da ist der Flegel der Zeitalter. Ich glaube auch, dabei bleibe ich, oder? Odem-Waffen, Fernkampfwaffen und Magieangriffe. Ja, wir bleiben mal dabei. Ich habe viele beschworene Kreaturen noch, die ich einsetzen kann. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr... Da muss ich auf jeden Fall dran denken, dass ich hier nicht unvorbereitet mich den Dämonen stelle, weil die kommen ja auch mit ihren eigenen kleinen Armeen. Und es gibt hier, glaube ich, auch einiges an Feuersalamandern, die ich bekämpfen muss, bevor ich überhaupt zum ersten Dämon komme. Da gehen wir mal in... Oh, nee, die Dinger kommen. Okay, Teufelchen und so Zeug. So, wir haben unwirksame Waffen von Bracket. Ja. Feuerpfeile vielleicht? Ich kümmere mich drum. Ja, Feuerpfeile haben funktioniert. Feuerpfeile sind überraschend gut immer. Spuckt schon ab. Was gibt's? Komm, Valiga, du darfst mit rangehen. Macht's kurz. Was wollt ihr? Ja, wir sollten vielleicht auch hier wieder auf eine Nahkampfwaffe wechseln. Das klingt okay. Aber wenn ich dabei mit finsterer Magie in Berührung komme, wird es euch teuer zu stehen kommen. Hast du dir immer so Gedanken um finstere Magie machst, Valiga? Ich nehme echt meistens seine Leiche mit hier rein. Das ist eigentlich total schade. Sicher, habt ihr euch das gut überlegt? Weil je länger ich ihn dabei habe, desto mehr mag ich ihn zu schätzen. Also mag ich ihn schätzen. Ja, das sollte funktionieren.
So, kannst du hier einen Backstab machen, ne? Das wäre doch mal ein Valigar-Moment. Oh. Ja, ich weiß. Also ich habe einen Freund, der mag Valigar mehr als Minsk zum Beispiel. Und ich weiß auch, glaube ich, warum. Weil ein Pirscher ist schon eine interessante Klasse, allein wegen dem Backstab. So, hier oben machen wir auch nochmal einen Backstab. Ja, da ist schon wieder ein Teufelchen, was dich bewacht. Aber gucken wir mal, was passiert. Ein guter Treffer. Oh, wie schön ist das denn? Crit plus Backstab-Damage und das Teufelchen kommt, aber ich bin sicher, außer Reichweite. Niemand kann mich mehr sehen. Oh mein Gott. Ich bin sicher, dass ich tue Valigar öfter Unrecht, habe ich das Gefühl. So, Dämonen sehen durch Unsichtbarkeit. Aber ich glaube fast, wir sehen zuerst seine Kameraden. Weil hier oben ist... Ja, da ist einer. Da ist auf jeden Fall einer. Das heißt, ich bin sicher, dass ich gut versteckt bin. Wir beschwören Skelette. Die halten sehr lange. Ja, die halten sehr, sehr lange. Ich bin sicher, dass ich gut versteckt bin. Das ist enttäuschend. Hallo, was machst du? So, wen will ich vor Tod schützen? Brakett. Ist der Einzige. Ja. Genauso würde ich auch Brakett hier chaotische Befehle geben. Korgan kann sich selbst schützen. Und, sorry, der Rest ist mir einfach nicht wichtig genug. So, dann machen wir hier einmal Maves magische Meteoriten als Vorbereitung bei Jan. So, Furchtschutz hält auch relativ lange. Das werden wir reinzaubern. Ja, ich weiß gar nicht. Geh du mal wieder aus dem Schatten raus. Dann knall ich jetzt nämlich Feuerschutz auf dich. Und ab da tickt dann auch so ein bisschen die Uhr. So, Handlungsfreiheit auch auf Brakett. Warum geht das nicht? Ach so, weil der andere ist noch unsichtbar. Okay. I understand. So, aber du wirst doch jetzt gleich sichtbar, oder? Ich warte. Yalkales? Finde ich komisch. Aber ich kann das akzeptieren. Ich bin beschäftigt. So, Edwin, ich beschäftige dich jetzt. Ja, hast recht. Jan macht auch mal hier Spiegelbilder. Dann wird Viconia in die Mitte laufen und uns vor Bösem schützen. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Ich belästige, wen ich mag. So, und Edwin macht auch Spiegelbilder. Ja, Korgan trinkt den letzten Konzentrationstrank. Ja, ich folge euren Befehl. Im Moment. Brakett wird, nein, nicht stille, halt, stopp, Feuerschutz doch auf den Valigar tun. Und dann kriegen wir von Edwin noch eine Hast hinterhergeworfen. Und ich glaube, Valigar könnte uns segnen. Ja, komm, wir gehen jetzt all in. So, ich habe jetzt alle meine Kreaturen und wir gehen da hoch. Erst alle meine Kreaturen und dann alle meine Leute. Sofort eure Hochwohlgeborenen. Ich zermalm dein Gesicht. Okay, ihr greift schon mal Salamander an, das gefällt mir. Meine Waffe taugt nichts. Nee, stopp. Das machen wir so nett. Aber nur für eine Steckrübe. Da oben geht's dann weiter. Da oben sind die bösen Leute. Ich bin bereit. Meine Waffe. Gucken wir mal. Wenn es denn sein muss. Für dich auch plus zwei Kugeln. Ja. Aha, da ist ein Tanari. Genau, okay, super. Dann gehen wir in die Richtung da. Los. So. Du wirfst auf den Tanari. Schlitze ich euch den Bauch auf. Brakett, wo bist du? Du bist doch auch mein Mann. Was darf ich jetzt für euch tun? Für alle Fälle. Ja, du hast noch ein... du hast noch 40 plus 2 Pfeile. Ja, hallo. Die setzen wir auch was knallhart auf dem Tanari ein. Auch Viconia. Wie Tanari. Ich kümmere mich Valigar, du tankst hier ganz normal irgendwie bei den normalen Kreaturen mit. Und Jan, du wirfst auch auf den Tanari. Das erinnert mich Edwin. Damals. Du bist doch auch ein Tier.
Ja, du kannst doch alles. Machen wir mal ein Chaos. Ich weiß nicht, ob das was hilft gegen die Kreaturen hier. Okay. Muss auf jeden Fall jetzt aufpassen. Dass meine Leute nicht zu viel Schaden nehmen. So, was hat er gemacht? Das hat auf jeden Fall nicht geholfen, was er gemacht hat. All meinen Leuten geht's gut. Jan ist taub. Das ist schlecht. Er kann jetzt nichts mehr zaubern. Nikonia kriegt irgendwo auf den Sack. Nimm einen Trank der Lebenskraft, ja? Das steigert deine Konstitution, das steigert deine Lebenspunkte. Da bin ich doch voll dabei. Da oben kommt ein starker Untoter. So, der Tanari nimmt weiter Schaden. Das ist gut. Edwin bleibt in Reserve so ein bisschen. Valigar, du stellst dich dem Tanari. Das kannst du, oder? Ich weiß es nicht. Ich glaub's eigentlich nicht. Korgan, geh du mal ran. So, mir fehlen ein paar Leute. Das heißt, Edwin darf Monster nachbeschwören. Der Tanari ist hinüber. Gut gemacht. Gut gemacht, gut gemacht. Alle Mann, gut gemacht. Der Maurizi da oben, der ist wahrscheinlich stark. Ich glaube, der ist gegen magische Waffen, gegen normale Waffen immun. Ja, der geht ja auch durch meine normalen Kreaturen wie ein Messer durch die Butter. Probier du's mal. Na? Okay. Ich glaube, das war's auch, ja. Ich weiß, hier gibt's drei andere noch. Zwei andere noch. Habe ich ja eben schon gesagt, aber ich glaube, bei dem Regelset reicht mir ein Dämon. Ja, reicht mir ein Dämon. Der war auch relativ viele Erfahrungspunkte wert. Irgendwo wird es stehen. Ich habe nicht aufgepasst. Ist auch nicht so wichtig. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Ja, die Hast nutzen. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Sage ich, wo sie ausläuft. Und werden einfach die Engine hier anwerfen. Den Motor anwerfen. So, hier jetzt einfach nur schnell hingehen. Einmal drücken und wieder abhauen. Oh oh, kommen jetzt Golems? Nein, oder? Okay, 45.000 XP. Leider nicht Ihr pro Person. Schade, aber für Jan hat es trotzdem zu einem Level-Up gereicht. Danach zurück zu Lamok. Okay, und da gebührt die Ehre diesmal dir, Valigar. Wir sind auf unsere Heimatebene zurückgekehrt. Bitte, bitte, Fremder, denkt an unsere Abmachung. Lasst mich meine Sonne ein letztes Mal sehen. Natürlich, schließlich spart mir das auch ein bisschen den Laufweg. Ich bin euch sehr zu Dank verpflichtet. Wenn ihr mich nur tragen könntet. Meine Stärke hat mich verlassen. Meine letzten Augenblicke sind angebrochen. Ah, der Himmel. Nach so langer Zeit hatte ich bereits vergessen, wie er aussah. Ich danke euch. Ich will... Er ist tot. Lavok, der Totenbeschwörer, ist endlich tot. Ich kann es kaum glauben. Der Schwur meiner Familie ist erfüllt und ich bin endlich sicher. Dennoch spüre ich kaum Befriedigung in mir. Ich hätte nie gedacht, dass es so sein würde. Am Ziel anzukommen fühlt sich immer anders an, als auf das Ziel hinzuarbeiten. Könnte es sein, dass er nach dieser langen Zeit endlich erlöst wurde? Hat er wirklich gegen diesen Dämon gekämpft, um zu verhindern, dass dieser der Sphäre entkommt? Hätte er geläutert werden können? Wenn ihr mir diese Frage noch vor einem Tag gestellt hättet, wäre mir derartiges unmöglich erschienen. Jetzt aber bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich denke, dass ich vielleicht doch nicht alles weiß, was ich geglaubt habe zu wissen. Ich habe noch nicht so viel von dieser Welt gesehen, wie ich glaubte, gesehen zu haben. Das ist äußerst beunruhigend für mich. Ich würde euch gerne weiterhin begleiten, wenn ihr es mir gestattet. Wenn es so viel gibt, von dem ich nichts weiß, muss ich es erst entdecken und erfahren. Darf ich euch weiterhin begleiten? Ja, natürlich, Valigar. Mindestens noch bis nächste Woche. Danke, Brake. Ich werde euch nicht enttäuschen. Erzählt mir etwas. Habt ihr eine große Familie?
Nicht wirklich. Gorion und Imoen. Meine Familie war eine typische Drow-Familie. Was heißt, dass ihr sie mit keiner Familie gleich vergleichen könnt, die ihr kennt? Kinder werden von den Priesterinnen oder den Matronen des Hauses aufgezogen. Es gibt keine Liebe oder Loyalität. Alle sind nur da, um Lol zu dienen. Selbst wenn man älter wird, ist man nicht viel mehr als Vieh, das dem Haus und dem höheren Ruhm von Lol jederzeit geopfert werden kann. Ich hatte 14 Schwestern und jede von ihnen stellt eine größere Bedrohung und Rivalin als die letzte dar. Die meisten von ihnen starben jung, viele von ihnen durch meine Hand. Väter gibt es bei uns nicht, wie ihr ja wisst. Die Männer sind der Mutteroberin des Hauses zu Diensten, wenn sie Kinder gebären oder ihre Lust befriedigen will. Männliche Drow werden in den verschiedensten erotischen Spielarten unterwiesen. Sie sind da, um die Frauen zu befriedigen. Sie leben und sterben aufgrund deren Launen. So etwas wie Brüder gibt es normalerweise nicht, obwohl es Männer gibt, die anderen gegenüber bevorzugt werden. Die meisten sind einfach nur da, um der Königin und dem Haus zu dienen. Aber das ist nicht immer so. Mein Bruder Wallas stellte eine Ausnahme dar, verglichen mit den normalen Drow. Er war mein Freund von Kindestagen an und vielleicht mein einziger wahrer Freund. Als Junge platzierte er Zaubertricks in der königlichen Halle und kicherte vor Freude, wenn eine nichtsahnende Dienerin Lolz in eine riesige, nach Schwefel stinkende Wolke geriet. Als Erwachsener war er ein brauchbarer Magier. Er hat meine Mutter so sehr amüsiert, dass sie ihn nicht in die Sklaverei verkaufte. Er wachte über mich und beschützte mich. Ich sorgte dafür, dass ihm die schlimmsten Misshandlungen, die den Männern normalerweise zuteil werden, erspart blieb. Schlussendlich rettete er mein Leben. Er verhinderte, dass ich geopfert wurde und tötete meine Mutter. So gab er mir die Gelegenheit zur Flucht. Es gibt nicht mehr, Brakett. Mir ist kalt und ich bin müde. Ich habe keine Lust, weiterzusprechen. Entschuldigt mich. Ja, mir ist auch kalt und müde. Habt ihr euch das gut überlegt? Aber ich habe mir das gut überlegt, Valiga. Genau. Jetzt werden wir erstmal den wunderschönen Ring identifizieren, Jan. Das darfst du auch unter freiem Himmel tun. Denn obwohl wir Tolgerias getötet haben, haben die erfüllten Magier nichts gegen uns. Der ermöglicht einen weiteren Zauber des zweiten, dritten und vierten Grades. So, und das könnte wahrscheinlich Jans Ring werden, ne? Weil dritter Grad hat Jan Alleinstellungsmerkmale. Im Moment noch. Die Edwin, also ich meine, der zwölfte Feuerpfeil hilft mir nicht. Nicht so sehr wie wahrscheinlich hier mal Unsichtbarkeit oder Verlangsamung. Und auf der Stufe 4 sieht es ja noch schlimmer aus. Da hat ja Edwin im Moment noch gar keine richtig guten Zauber. Also würde ich den wahrscheinlich erstmal Jan angedeihen lassen, diesen Zauberring. Weil Jan den auch ein bisschen mehr brauchen kann. Aber dann würde ich auch hier direkt aufhören. Nächstes Mal machen wir die Level-Ups, bringen meine Gruppe auf Vordermann und sehen uns mit Yahira bei den Hafnern wieder und kassieren hoffentlich noch einen weiteren tollen Ring ein. Ja? Vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.